Hallo und herzlich willkommen bei Linux Talk. Heute möchte ich euch zeigen, wie man in einer virtuellen Maschine FreeBSD mit MultiDeskScript installiert. Wir brauchen eine virtuelle Maschine und das ISO. Das ISO bekommt ihr auf freebsd.org. Ich habe hier die FreeBSD 11.1 Stable heruntergeladen. Und jetzt legen wir los. Wir öffnen die virtuelle Maschine. Und starten FreeBSD. Jetzt sind wir im FreeBSD Installer. Wir klicken auf Install. Wählen unsere Tastatur aus, unsere deutsche Tastatur. Dann müssen wir einen Rechnernamen vergeben. Ich nenne ihn FreeBSD. Das kann man so lassen, klicken OK. Jetzt müssen wir die Partition vornehmen. Ich verwende jetzt die Autodisk-Setup. Eintreten und wähle BSD-Label. Finish. Okay. Jetzt wird das installiert. Wenn das fertig ist, sehen wir uns wieder. So, er ist jetzt fertig. Wir werden jetzt aufgefordert, ein Root-Passwort zu setzen. Und das tun wir dann auch. Nochmal. Jetzt müssen wir das Netzwerk konfigurieren. Wir drücken hier auf OK. IPv4, yes. DHCP-Configure, OK. IPv6 brauche ich nicht. Gehen wir hier auf die DNS-Nummer. Setzen unsere Zeitzone. Und dann müssen wir hier auf 1. Germany Most Areas. Okay. Okay. Überprüfen wir das Ganze. Die Uhrzeit steht meistens nicht. Okay, hier kann man mit der Leertaste an- und abwählen. Wir wählen hier in diesem Fall Maus. Das bewirkt, dass auch die Maus in der Konsole funktioniert. Drücken OK. Okay. Okay. Jetzt werden wir aufgefordert, unseren Usernamen zu vergeben. Und das tun wir dann auch. Drücken Enter, nochmal Enter, 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 Enter. So, jetzt werden wir aufgefordert, unser Passwort einzugeben. Nochmal Enter. Jetzt werden wir gefragt, ob alles okay ist. Jetzt können wir mit einem Yes bejahen. Jetzt wird gefragt, ob wir noch einen anderen User hinzufügen möchten. Ich sage nein. Okay. Wir drücken Exit. Jetzt werden wir gefragt, ob wir noch irgendwas manuell konfigurieren wollen. Wir sagen nein. Und Reboot. Und wenn das dann vollständig
wie er gebootet hat, sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Es hat sich jetzt gebootet. Jetzt müssen wir uns als Root anmelden. Root. Jetzt überprüfen wir unsere Netzwerkverbindung. Das ist wichtig, weil wir jetzt viel übers Internet herunterladen. Und dies tun wir mit iconfig. Und ihr seht, wir haben eine Internetverbindung. Jetzt installieren wir uns den Paketmanager. Man kann es natürlich auch anders tun, über sogenannte Ports. Also das heißt, man muss alles sich selbst kompilieren. Ich denke, das ist sehr mühsam und deshalb ist das mit dem Paketmanager eine sehr einfache Lösung. Dafür geben wir jetzt ein pkg update. Dann werden wir gefragt, ob wir wollen das installieren. Dann sagen wir mal yes. Es dauert jetzt ein wenig, bis das Ganze durch ist. Es ist selbstverständlich auch eine virtuelle Maschine. Jetzt mit pkg search xorg durchsuchen wir den Xorg-Server. Jetzt installieren wir uns den Xorg-Server mit pkg install xorg. Ja, das wollen wir. Und das dauert jetzt wieder ein wenig. Da es eine virtuelle Maschine ist, dauert das etwas länger. Deshalb mache ich jetzt hier einen Cut und wir sehen uns, wenn das Ganze durchgelaufen ist. Die VirtualBox Gasterweiterung installieren mit pkg. Pkg. Install. VirtualBox minus OSE minus Edition. Jetzt müssen wir Nano installieren. Dies tun wir mit pkg install bash nano. Wenn wir Nano installiert haben, müssen wir in die rc.conf Konfigurationsdatei müssen zwei Zeilen hinzufügen. Nano etc rc.conf. Dann hier unter Maus vbox guest
enable ist gleich Anführungsstriche. Und das ist jetzt wichtig. Ihr dürft nicht vergessen, die Anführungsstriche zu setzen. Weil wenn ihr diese vergesst, dann kommt es zu erheblichen Problemen. Yes. V. Box. Service. Enable. Ist gleich. Yes. Speichern. Und verlassen. Dann müssen wir sudo installieren. Pkg install sudo. Wenn wir sudo installiert haben, müssen wir in die Konfigurationsdatei sudoers und müssen sudo editieren. Vi sudo ist gleich nano, funktioniert bei mir leider nicht. Deshalb werde ich es über den Pfad tun. Nano etc stop. Nano user lokal etc sudoers. Hier unter Root editieren wir das. Der Benutzername all ist gleich all, Klammern zu, all. Speichern, verlassen. Jetzt können wir den Mate Desktop installieren und den Login Manager installieren. Dies tun wir mit pkg install mate und slim. Das dauert jetzt wieder ein wenig. Und wenn das Ganze installiert ist, sehen wir uns wieder. So, auch das ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir in die Konfigurationsdatei fstab, denn Mate braucht einen Mount Point. Also, nano etc fstab. Tragen wir ein hier, Bock. Speichern dies. Dann müssen wir nochmal in die Konfigurationsdatei rc.conf und müssen drei Zeilen hinzufügen. Nano etc. rc.conf. Debus enable ist gleich Anführungsstriche. Auch hier ist es sehr wichtig, dass er die Anführungsstriche macht. Nicht vergessen.
Problem Enable ist gleich Yes. Speichern, verlassen. Jetzt müssen wir noch eine Konfigurationsdatei anlegen, die heißt .xinitrc, also nano.xinitrc. Dann tragen wir hier ein exec mate minus session. Speichern dieses .xinitrc ist richtig. Verlassen. Mit ls überprüfen wir. Wir haben diese Datei angelegt. Jetzt müssen wir dies in unser Home-Verzeichnis kopieren mit cp.xinitrc home Jetzt müssen wir noch die Eigentümerrechte festlegen. Und dies machen wir mit shown. Stefan, Doppelpunkt, Stefan. Home. Stefan. Punkt x init rc. Jetzt können wir die Software installieren. Dies machen wir mit pkg install Firefox LibreOffice de-LibreOffice GIMP Gedit VLC. Das dauert jetzt wieder, wenn das jetzt installiert ist, und dann sehen wir uns dann wieder. So, die Software wurde installiert. Um das System in Deutsch umzustellen, muss man in die Konfigurationsdatei login.conf und muss dort die russische Sprache deaktivieren und die deutsche Sprache reinschreiben. Also, nano etc login.conf Na, wo ist denn dieser Kram? Da. So. Also jeweils eine Raute davor setzen. Und hier die deutsche Sprache einsetzen. German. So. Accounts
Doppelpunkt Backslash. Charset ist gleich UTF minus 8 Doppelpunkt Backslash. Lang Doppelpunkt lang ist gleich de Punkt UTF minus 8 Doppelpunkt Backslash. Doppelpunkt TC ist gleich Default. Doppelpunkt. Speichern. Excel. Damit auch später die Desktop-Oberfläche in Deutsch ist, muss man die Passwortdatei editieren. Und dies geht mit VI. Und ich betone, es geht auch nur mit VI. Mit keinem anderen Editor kann man diese Passwortdatei editieren. Also VI PW. Gehen wir so weit runter bis zum Nutzernamen. Hier und hier zwischen diesen beiden Doppelpunkten muss German rein. Wir drücken jetzt ein I für einfügen. German. Dann drücken wir Escape, Shift und Doppelpunkt. Und jetzt ein W und ein Q für Schreiben und Speichern. Jetzt geben wir Reboot ein und starten das System neu. Oh, man muss auch richtig schreiben. Reboot. Nach dem Neustart sehen wir uns wieder. Also hier ist jetzt unser Login Manager. Wir loggen uns ein. Das erste, was wir tun müssen, wir müssen unsere Tastatur in Deutsch umstellen. Machen wir dann hier Einstellungen, Geräte. Tastatur. Legung. Hinzufügen. Deutsch. Hinzufügen. Die Englische löschen wir. Dann gehen wir hier mal auf Anwendungen. Sehen wir hier Bildung. Haben wir LibreOffice Match. Haben wir Büro. Haben wir das ganze LibreOffice. Zubehör. Grafik.
Ja, nicht, haben wir den Webbrowser, Multimedia haben wir VLC, Systemwerkzeuge, Terminal, Zubehör. Das Einzige, was ich jetzt euch noch zeigen werde, ist, wie man den Firefox auf Deutsch umstellt. Dazu starten wir Firefox. Mal hier die Menübar. Dann Addons. Dann hier auf Attentions. Deutsch eingeben. Deutsches Langpack installieren. Dann hier oben. Config. Akzeptieren. General. Dann hier auf General User Agent Punkt Lokale. Doppelklick, öffnet hier das Fenster und hier muss Deutsch rein, also DE. Okay. Firefox neu starten. Und ihr seht, Firefox ist jetzt in Deutsch. Falls euch mein Video gefallen hat, abonniert mich, macht einen Daumen hoch. Auf einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Falls ihr diese Anleitung in PDF-Format haben wollt oder ihr habt Fragen, schreibt mir eine E-Mail. Und folgt mir auf Google Plus. In diesem Sinne, euer Stefan.